Ja, hallo und guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil von dreien, die unseren Grundkurs zur CO2-Bepreisung ausmachen. Heute sind wir im zweiten Teil. Gestern hat uns die Referentin Swantje Fiedler vorgestellt, die wirklich die Basics zu Emissionshandel und CO2-Steuer, die Unterschiede erklärt, hat erörtert, welche Rolle denn CO2-Bepreisung überhaupt im Policy-Mix spielen kann, neben Förderinstrumenten und Ordnungsrecht zum Beispiel. Und heute werfen wir einen Blick auf die Anreiz- und Rückverteilungsseite. Das ist ja Interessante vor allem an diesem Instrument, dass da wirklich auf der einen Seite wird genommen und auf der anderen Seite wird gegeben. Und daraus erwachsen tatsächlich Chancen für den Klimaschutz, die aber natürlich was diese Nehmenseite, aber auch die Gebenseite sozialverträglich ausgestaltet werden muss. Und das Thema, das haben wir gestern gesehen an ihren Fragen und an ihren Beteiligungen, ist natürlich der kritische Punkt und bewegt auch die Gesellschaft und macht dieses Instrument, dieses Klimaschutzinstrument wahrscheinlich zu diesem heißen Eisen, das es ist. Wir haben uns überlegt, eine kleine organisatorische Änderung einzuführen zu gestern. Und zwar möchten wir gerne die Beteiligungsform für diesen Grundkurs erweitern. Ich lese gerade, dass es ein bisschen an meinem Mikrofon ist gerade nicht so gut eingestellt. Ich sage auch nur noch das zu den Beteiligungsformen und dann gebe ich auch weiter ab. Also Sie haben drei Formen der Beteiligung. Einerseits können Sie im FAQ, Entschuldigung, im FA, also Frage-Antwort-Tool, Ihre Fragen an die Referentin stellen. Dann gibt es die Möglichkeit, die Hand zu heben, Ihre Hand, also Ihre Zoom-Hand zu heben, die Sie unten in Zoom sehen. Und dann werden Sie sozusagen per Ton zugeschaltet. Das heißt, wenn Sie die Hand heben, dann werden Sie per Ton zugeschaltet und Sie können Ihre Frage stellen und vielleicht auch noch eine Nachfrage. Aber bitte halten Sie sich da kurz. Wir wollen nämlich einige Menschen heute einschalten. Die dritte Möglichkeit der Beteiligung ist im Chat. Dort können Sie so Kommentare oder Eingebungen posten, die Sie mit den anderen Menschen hier, es sind mittlerweile schon über 340, teilen möchten. Also eher sowas wie, da stimme ich zu, da stimme ich nicht zu, hat schon mal jemand gesagt das. Also solche Sachen können Sie gerne dann im Chat posten und natürlich technische Fragen. Das war das Housekeeping. Ich würde versuchen, dann jeweils drei, also wir machen eine Runde, macht Swantje Fiedler 10 bis 15 Minuten Vortrag. Dann machen wir eine Runde Zwischenfragen. Da würde ich drei Fragen aus dem FAQ und drei Fragen per Ton reinnehmen. Und dann machen wir nochmal 10 bis 15 Minuten Vortrag und dann nochmal eine Frage-Antwort-Runde. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, auf Schiene. Ich versuche mein Mikrofon richtig einzustellen und kann auch sagen, bevor die Frage wieder sehr viele Gemüter bewegt, diese Sendung wird aufgezeichnet und steht für einige Zeit dann auf YouTube zur Verfügung. Die Folien, die Swantje Fiedler hier präsentiert, werden wir Ihnen zeitnah nach diesem gesamten Grundkurs per E-Mail zur Verfügung stellen. So, jetzt übergebe ich aber wirklich an Swantje und kümmere mich um mein Mikrofon. Hallo Swantje, danke, dass du wieder hier bist. Ja, ich bedanke mich auch wieder für die Einladung, hier jetzt das Thema CO2-Bepreisung noch tiefer zu erörtern. Ich teile auch direkt wieder meinen Bildschirm für die Präsentation. Ich glaube, eine lange Vorstellung mache ich jetzt nicht mehr. Ich gehe einfach davon aus, dass die Leute das gestern gehört haben. Ich bin vom FÖS, Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, und das Thema CO2-Bepreisung ist, ich sage mal, eines unserer Leib- und Magenthemen. Also wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit
ökonomischen Instrumenten und ökonomischen Anreizen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Wir machen das jetzt so ein bisschen wie in der Uni. Wir machen einmal einen kurzen Rückblick, was gestern besprochen wurde. Ich habe das jetzt auch ein bisschen reduziert. Ich will das jetzt einfach nicht alles nochmal vortragen. Aber eine zentrale Erkenntnis war, dass die Schadenskosten von CO2-Emissionen sehr viel höher sind als die CO2-Preise, die wir in Deutschland haben. Wir haben sowohl im EU-ETS als auch im nationalen Brennstoffemissionshandel Preise von derzeit rund 25 Euro pro Tonne CO2 und die tatsächlichen Schadenskosten sind aber mit ungefähr 200 Euro fast 10-mal so hoch. Die beiden Instrumente EU-ETS und nationaler Brennstoffemissionshandel decken zwar einen Großteil der deutschen Emissionen ab, aber das Preissignal ist einfach zu niedrig, um da wirklich eine große Lenkungswirkung zu entfalten. Wir haben gelernt, dass der CO2-Preis kein Allheilmittel ist, also er alleine wird die Klimaschutzziele nicht erreichen. Er kann aber einen wichtigen Beitrag leisten und es ist vor allem wichtig, ihn in einen wirksamen Instrumentenmix einzubetten. Und heute werfen wir jetzt einen Blick auf die Anreizseite, also da, wo wir den CO2-Preis erheben, in welcher Höhe, mit welchen Instrumenten, welche Ausnahmen soll es dabei geben auf dieser Anreizseite. Da gab es gestern auch schon großes Interesse am Thema Industrieausnahmen. Und im zweiten Teil geht es dann darum, wie wird das Geld verwendet und wieder zurückgegeben. Und das Brennstoffemissionshandelsgesetz, also der nationale Emissionshandel, soll dabei immer so unser Beispiel sein, das wir uns genauer angucken. Wir haben verschiedene Konzepte ausgewertet vom FÖS. Wir haben auch selber Vorschläge gemacht, wie man CO2-Bepreisung sinnvoll ausgestalten sollte, aber eben auch viele andere. Hier sind mal sechs wichtige Konzepte, die in der Debatte waren, so in den Jahren 2017, 2019 und woraus dann am Ende die Umsetzung des nationalen Emissionshandels erwachsen ist. Und was all diese Konzepte gemeinsam haben, ist, durch den CO2-Preis soll derjenige, der klimafreundlich lebt, entlastet werden. Und wer einen großen CO2-Fußabdruck hat, der muss mehr zahlen. Also hier dargestellt durch die hellblauen Pfeile, wer ein großes Haus hat und fliegt und ein Auto fährt und so, der zahlt in der Regel mehr für den CO2-Preis, als er am Ende zurückbekommt. Und der klimafreundlich lebt, der zahlt weniger ein. Damit werden verursachergerechte Anreize gesetzt und die eben klimaschädlicher leben, zahlen unterm Strich mehr. Die Umsetzung eigentlich all dieser Konzepte, die ich eben gezeigt habe, sollte eigentlich über eine Reform der Energiesteuern passieren. Das haben wir jetzt, habe ich gestern schon erläutert, im nationalen Emissionshandel nicht gemacht. Er wird aber jetzt in den ersten Jahren faktisch wie eine Steuer wirken, weil wir eben das Festpreissystem haben. Ja, schauen wir uns diese Anreizseite genauer an. Welchen CO2-Preis sollen wir erheben? Da hatten die Konzepte unterschiedliche Antworten und die Spanne, die lag zwischen 20 Euro anfänglich bis zu 200 Euro. Im Verkehrsbereich. Das hört sich erstmal so an, als gäbe es eine sehr große Uneinigkeit in der Wissenschaft, welche CO2-Preise man erheben soll. Da muss ich direkt aufklären, es kommt sehr darauf an, was gemeint ist. Ist es ein CO2-Aufschlag gegenüber dem jetzigen System? Denn wir haben ja schon Energiesteuern auf Heizstoffe und Kraftstoffe. Oder sollen die CO2-Preise das jetzige System ersetzen. Also sollen bei Schulz Projektkonsal zum Beispiel sollte der CO2-Preis Stromsteuern und Energiesteuern ersetzen. Oder auch bei Agora Energiewende war in einer großen Vorschlagsvariante geplant, eben alle möglichen Umlagen auf den Strompreis zu ersetzen. Deswegen kann man einfach nur den CO2-Preis zu vergleichen, ist immer ein bisschen wenig aussagekräftig, sondern man muss immer gucken, ist es zusätzlich oder
soll es etwas ersetzen? Die zweite Frage ist die Instrumentenfrage. Soll es eine Steuer sein oder soll es als Emissionshandel umgesetzt werden? Aus Zeitgründen will ich jetzt nicht diese Tabelle so im Detail durchgehen und jeden Eintrag hier erklären. Vielleicht nur so als Überblick. Ein wichtiges Argument in der Debatte ist immer das Thema ökonomische Effizienz, also welches Instrument reizt die kostengünstigsten Klimaschutzmaßnahmen an und die Frage der ökologischen Treffsicherheit, also bei welchem Instrument kann man sicher sein, dass es auch wirklich was bringt für den Klimaschutz. Und man kann vielleicht zusammenfassend sagen, eine CO2-Steuer bringt natürlich mehr Preisstabilität und Planbarkeit, weil man weiß, wie sich der CO2-Preis entwickeln wird. Man hat einen vorgesehenen Preispfad und dann ist politisch festgelegt, jetzt zum Beispiel dieses Jahr startet der Brennstoffemissionshandel mit genau 25 Euro. Während im Emissionshandel, wo es ja auch in der Regel handelbare Zertifikate gibt und Knappheiten, ist es eben dem Markt überlassen, ob die Preise niedrig oder hoch sind. Und hier hat eben die CO2-Steuer mehr Verlässlichkeit. Der Emissionshandel hat den großen Vorteil, dass er diese ökologische Treffsicherheit hat. Also in der Regel gibt es einen Cap, eine Begrenzung der gesamten Emissionsmenge, die auch im System nicht überschritten werden kann. Und wenn die Nachfrage größer ist nach Zertifikaten als da sind, dann steigt eben der Preis sehr stark in die Höhe. Und für die Leute, die eigentlich nur Zertifikate kaufen wollten, nicht reduzieren wollten, die überlegen sich dann doch, vielleicht mache ich dann doch eine Einsparmaßnahme und spare mir die Zertifikate, die ja sehr teuer sind. Und damit verbunden ist dann eben die Idee, dass vor allem die effizientesten und kostengünstigsten Klimaschutzmaßnahmen zuerst drankommen und die teureren Maßnahmen erst später. Soweit die Theorie. Ich habe jetzt hier noch dazu geschrieben, politisch schwierig. Das haben vor allem die Erfahrungen beim EU-Emissionshandel gezeigt, dass es sehr lange gedauert hat, an diesem Handelssystem rumzufeilen, bis man irgendwie eine angemessene Form der Knappheit gefunden hat. Und diese Diskussion ist auch immer noch nicht beendet. Aber über viele Jahre hatten wir da sehr niedrige Preise. Soweit erstmal zu der Grunddiskussion. In Deutschland haben wir jetzt einen Brennstoffemissionshandel eigentlich. Aber umgesetzt ist er erstmal als Festpreissystem wie eine Steuer. Und ob das dann nochmal zu einem richtigen Handelssystem wird mit Preisschwankungen, das wird sich später noch zeigen. Das ist dann eine Ausgestaltungsfrage ab 2026. Kommen wir zu einer weiteren ganz wichtigen Ausgestaltungsfrage. Das ist die Frage nach Industrieausnahmen. Welche Ausnahmen bekommt die Industrie? Der Grund dahinter ist ja immer der Schutz der Wettbewerbsfähigkeit, also die Befürchtung, wenn die Industrie zu hohe CO2-Preise aufgebrummt bekommt, dann ist sie nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber anderen Wettbewerbern in China oder anderswo, wo bisher kein CO2-Preis galt und deshalb wird sie dann abwandern und mit ihr dann die Arbeitsplätze. Im Beispiel jetzt Brennstoffemissionshandelsgesetz ist noch nicht abschließend entschieden, wie die Industrieausnahmen aussehen sollen. Ich gebe euch aber einen Überblick darüber, was bisher politisch diskutiert wird. Und grundsätzlich muss man sagen, dass einfach den CO2-Preis dann zu erlassen oder zu reduzieren für die Industrie eigentlich nicht besonders gut ist für den Klimaschutz, weil dann haben sie ja wieder keine Anreize. Und besser wäre eigentlich eine Ausgestaltung darüber, dass man eben dann genau diese Unternehmen finanziell unterstützt für im Bereich klimafreundliche Investitionen. Das war jetzt auch beim Brennstoffemissionshandel eigentlich die Idee, das so zu machen. Es wurde dann aber begründet, es fehlt jetzt die Zeit, das so sinnvoll umzusetzen und deshalb machen wir doch wieder Ausnahmen. Es gab dann Eckpunkte im September letzten Jahres. Und eigentlich sollte das sogar kurz vor Weihnachten noch vom Kabinett beschlossen werden. Aber
Hier gibt es einfach noch große Streitigkeiten. Bisher ist vorgesehen, dass die Unternehmen, also genau die Branchen, die auch im EU-Emissionshandel kostenlose Zertifikate bekommen, jetzt auch wieder beim nationalen Emissionshandel ausgenommen werden sollen. Und diese Sektorliste, die ist einfach sehr lang. Da sind 70% der Industrieemissionen sind dann auf dieser Liste und werden als gefährdet eingestuft. Es soll eine Mindestschwelle geben der Kostenbelastung. Also ein Unternehmen wird erst dann begünstigt, wenn es mindestens so und so CO2-intensiv ist. Das ist erstmal positiv zu bewerten, dass es so eine Mindestschwelle geben soll. Aber es ist noch nicht klar, wie hoch die Schwelle sein wird. Das ist noch in der politischen Diskussion. Und die Gefahr besteht, dass halt auch diese Mindestschwelle sehr niedrig sein wird und am Ende sehr viele Unternehmen auf der begünstigten Liste stehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Entlastung beim Strompreis soll angerechnet werden können oder nicht. Und da gibt es auch unterschiedliche Positionen. Das Umweltministerium sagt klar, die Strompreise werden gesenkt durch die CO2-Einnahmen. Und das muss den Unternehmen auch als Entlastung angerechnet werden. Und in vielen Sektoren ist auch die Senkung der Strompreise finanziell viel wichtiger als die Mehrkosten aus der CO2-Bepreisung. Das heißt, die werden eigentlich sogar schon entlastet durch das System. Aber es gibt halt Gegenstimmen aus der Wirtschaft und dem folgt wahrscheinlich auch das Wirtschaftsministerium, zu sagen, nein, die Entlastung bei den Strompreisen, die wollten wir sowieso machen und die wird nicht gegengerechnet. Und der letzte Punkt, den ich auch kritisiere, ist, dass der maximale Umfang der Kompensation 95% beträgt. Also 95% des CO2-Preises sollen wieder erlassen werden und damit bleibt natürlich so gut wie nichts übrig bei den Unternehmen. Hier sehe ich doch die Gefahr, dass die Anreizwirkung sehr geschwächt werden wird durch Industrieausnahmen. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was hier politisch in den nächsten Wochen diskutiert und entschieden werden wird beim Brennstoffemissionshandel. Ein zweiter Punkt ist neben den Industrieausnahmen und Wettbewerbsfähigkeit die soziale Komponente. Also wie ist das eigentlich mit den armen Menschen? Wenn jetzt Brennstoffkosten und Kraftstoffkosten steigen, können die sich das überhaupt noch leisten? Gerade für die ärmsten Haushalte ist das ja, kann es ja wirklich eine große Schwierigkeit sein, diese zusätzlichen Kosten zu schultern. Und eine Streitfrage, die auch jetzt gerade aktuell in der Debatte ist, wie werden Kosten zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt? Also eigentlich würde es ja beim Mieter landen, wenn jetzt Erdgas und Heizöl teurer wird. Das ist ja bisher das Verfahren. Die Kosten werden auf den Mieter umgelegt oder sogar direkt von ihm bezahlt. Und hier ein Zitat von der Umweltministerin Svenja Schulze. Die sagt es nämlich genau andersrum. Sie sagt, es sind die Hausbesitzerinnen, die über eine neue Heizung entscheiden. Mieterinnen sollten die Erhöhung der Heizkosten nicht allein schultern müssen. Daher setze ich mich für eine sozial gerechte Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mieterinnen und Vermieterinnen ein. Also sie will, dass die Kosten von den Vermietern nicht weitergereicht werden dürfen. Kann ich auch durchaus nachvollziehen. Das ist halt eine entscheidende Frage jetzt hier. Was ist denn verursachergerecht? Also wer ist im Mietkontext der Verursacher? Ist es derjenige, der am Ende verbraucht? Das wäre eigentlich der Mieter. Oder ist es derjenige, der bestimmt, welche Heizung im Gebäude verbaut ist oder wie gut das Gebäude gedämmt ist? Und es gibt verschiedene Modelle, hier die Kostenaufteilung neu zu regeln. Da wird viel über die Warmmietenneutralität gesprochen, also die Kombination aus Miete und Heizkosten sollte zusammen in etwa konstant bleiben. Und wenn jetzt die Wohnung meinetwegen besser gedämmt wird oder eine neue Heizung verbaut wird, dann kann ja die Grundmiete steigen, aber eben nur so, dass es dann in Kombination mit den verbleibenden Heizkosten ungefähr konstant ist. Und da gibt es auch verschiedene Konzepte, die allerdings auch nicht ganz ohne sind. Und in der aktuellen politischen Diskussion ist aber einfach eine
50-50-Aufteilung zwischen Vermieter und Mieter, die ich so erstmal nicht besonders sinnvoll finde. Ich denke, man sollte einmal vor allem Lösungen für die ärmsten Haushalte finden. Und bei dem Dilemma zwischen Mieter und Vermieter ein bisschen danach entscheiden, wie gut denn das Haus saniert ist. Wenn jemand in einer sehr gut sanierten Wohnung, vielleicht sogar auf Basis erneuerbarer Energienversorgung wohnt, dann kriegt er ja von dem CO2-Preis eh nichts ab, aber ja, kann jedenfalls zusätzliche CO2-Kosten auch gut tragen, wenn in dem Rahmen, in dem sie jetzt geplant sind. Und in anderen Häusern, die sehr schlecht saniert sind, da finde ich das auch sehr gerechtfertigt, das nicht komplett umzuwälzen auf die Mieter. Entscheidend ist halt auch hier in dieser Diskussion, was passiert denn mit dem Geld aus der CO2-Bepreisung und sollte nicht auf dem Wege wieder was bei den Mietern landen. Und das gucken wir uns dann gleich an. Also ich bin jetzt mit der Anreizseite erstmal fertig und gebe dann mal zurück an Stefanie Groll. Genau, danke Swantje. Die können jetzt anfangen, ihre Hand zu heben, wenn Sie eine Frage mündlich an die Referentin stellen wollen. Wenn möglich, bleiben Sie bitte erstmal bei der Anreizseite. Ich habe gerade gesehen, im FAQ sind auch schon Fragen zur Rückverteilung gekommen. Das kommt gleich. Wir wollen jetzt erstmal wirklich nur über die Anreizseite sprechen, wo also diese Lenkungswirkung erzeugt werden soll. Alles nicht so einfach. Und gleich geht es darum, was passiert eigentlich mit den Erlösen? Wie werden die rückverteilt? Gibt es Erfahrung zur Pro-Kopf-Rückverteilung oder sonstigen Rückverteilungsmöglichkeiten auch in anderen Ländern? Ich gucke jetzt nochmal und frage meinen Kollegen Stefan Stoll. Der hat das FAQ gerade beobachtet. Stefan, kannst du vielleicht so drei beliebte Fragen oder auch sich wiederholende Fragen im Cluster mal zusammenfassen, vielleicht zwei oder drei Fragen, die sich so ergeben haben? Also eine Frage, die ich persönlich einfach ganz interessant fand, die habe ich mir in meinem Dokument gelb markiert, ist: Gibt es beim klimaverträglichen Leben, Wirtschaften und CO2-Preis wichtige Gender-Unterschiede? Dann eine Frage, die hoch gevotet wurde, habe ich vorhin gesehen. Es ist eher politischer Kommentar vom Zurückgeben kann bisher keine Rede sein. Gerade erfahre ich, dass durch CO2-Bepreisung die Gas- und Stromrechnung in 2021 um einige hundert Euro steigen wird, ohne dass normal verdienende Mieter oder die normal Rentner im Eigenheim klimafreundlich ausweichen können. Warum werden fiktive Lösungen gegen reale Umsetzungen diskutiert? Also das wurde ja gerade auch schon noch ein bisschen besprochen. Und dann eine technische Frage: Gibt es eine öffentliche EU-Sektorenliste, also eine Liste darüber, wer aus dem EU-ETS ausgenommen ist? Okay. Gut, danke Stefan. Vielleicht willst du mit der einen mit der technischen Frage anfangen. Ich glaube, die geht am schnellsten. Meinst du die Sektorenliste? Die Liste. Also es gibt eine Liste, wer Ausnahmen bekommt. Die übrigen bekommen dann keine Ausnahmen. Aber im nationalen Kontext wird sogar diskutiert, diese EU-Sektorenliste auch noch auszuweiten nach bestimmten Kriterien. Also wird gerade darüber gesprochen, ob zum Beispiel die Logistikbranche auch noch Ausnahmen braucht. Die sind im EU-Emissionshandel jetzt nicht betroffen, weil die ja auch gar nicht drin sind. Aber deswegen kann man im Endeffekt alle Wirtschaftssektoren, die es so gibt, daneben halten und dann kann man rausfiltern, welche keine Ausnahmen bekommen. Und das sind wirklich sehr wenige. Gut. Frage. Ja, genau. Eine Frage war zum Thema Gender. Ja, also die Frage stellt man sich immer mal wieder bei der Statistik. Bei diesen ganzen Verteilungsfragen und so wird immer mal wieder angeguckt, welche Haushalte sind denn besonders betroffen durch die Mehrkosten und so. Und da kommt einem natürlich schnell in den Sinn, dass eben
Leute, also Rentner und Rentnerinnen, die ja meist weniger Geld haben und dann auch noch in häufig älteren, großen Häusern wohnen, im schlimmsten Fall sogar alleine, dass die natürlich kostenmäßig etwas stärker belastet sind als jemand, der in einer kleinen Wohnung wohnt. Und da kommt durchaus auch die Genderfrage auf, weil es wohl häufiger so ist, dass weibliche Personen alleine leben als männliche Personen. Also da ist mir das schon begegnet, diese Frage der Gendergerechtigkeit. Dann war die Feststellung, dass durch die CO2-Bepreisung Gas- und Stromrechnungen um einige 100 Euro steigen wird. Also das kann ich natürlich jetzt nicht so gut nachvollziehen, woher die Daten kommen und ob das tatsächlich auch eine Gegenrechnung ist der Mittelverwendung. Da kann man sich ja immer Beispielfälle rausgreifen, wo dann vielleicht wirklich die Mehrkosten hoch sind. Ich werde aber auch gleich noch was zu der Verteilungswirkung zeigen. Und da sehen wir, dass eigentlich der Durchschnittshaushalt zwar etwas mehr bezahlen wird, aber dadurch, dass das Geld ja auch zurückgegeben wird, größtenteils, eigentlich die Nettobelastung nicht so hoch sein wird. Aber die 200 Euro, die müsste ich mir dann an dem Beispiel angucken, ob das sein kann oder nicht. Okay, dann würde ich jetzt Sascha Beetz sozusagen auf die Bühne bitten. Ich erteile Ihnen jetzt die Sprecherlaubnis und jetzt können Sie bitte Ihre Frage an Frau Fiedler stellen. Und wenn es geht, relativ kurz halten, wie immer, weil dann können wir noch mehr Leute dran nehmen. Hallo, Herr Beetz. Klar, vielen Dank. Sascha Beetz, Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Die 50-50-Aufteilung, die wird bei uns auch immer hin und her diskutiert. Der Haus- und Grundverein ist natürlich anderer Ansicht. Ich sehe gerade so gar nicht, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass das Nutzerverhalten bei den Mietern eine riesige Rolle spielt bei der Möglichkeit, was einzusparen. Aber wie sollen denn Mieter, wenn sie nicht aussuchen können, und das ist üblicherweise so, wie sie ihre Wärme bekommen, warum sollen die das überhaupt bezahlen? Das geht mir nicht in den Kopf, das verstehe ich nicht. Das ist meine Frage, Entschuldigung. Danke, Herr Beetz. Sie können ja auch noch ganz kurz, bleiben Sie kurz noch drin, vielleicht haben wir noch eine Nachfrage, wenn das jetzt kommt, was Frau Fiedler sagt. Okay. Achso, soll ich jetzt? Ja, sag mal direkt. Ja, gerne. Also das hatte ich ja eben schon angesprochen mit der Verursachergerechtigkeit. Also was ist hier verursachergerecht? Ich würde schon sagen, wenn der Mieter fossile Brennstoffe verbraucht, dann ist er auch zum Teil der Verursacher des Klimaschadens, klar. Das Problem ist halt, und das Dilemma ist, dass er daran nicht so viel ändern kann. Wir sehen hier einfach, würde ich sagen, ein Grundproblem im Mietwohnungsmarkt, dass der Mieter immer ein Stück weit am kürzeren Hebel sitzt bei diesem ganzen Heizungs- und Sanierungsthema. Ja, und also das Problem haben wir nicht erst seit der CO2-Bepreisung, das war ja eigentlich schon immer so. Und dass man ganz klar ist, hier müssen wir neue Instrumente finden, die Vermieter stärker in die Pflicht zu nehmen. Und da hat es auch die Politik versäumt, mit anderen Instrumenten wie schärferen Grenzwerten, Verbot von bestimmten Heizungstypen. Die Liste ist ziemlich lang, was man eigentlich hätte tun können, um die Wohnungen und Gebäude klimafreundlicher zu machen. Da wurde einiges versäumt. Und das ist jetzt blöd, das äußert sich jetzt beim CO2-Preis. Ich finde es eigentlich schon verursachergerecht, wenn ein Teil beim Mieter ankommt, aber finde Ideen gut, die halt dann unterscheiden zwischen klimafreundlicheren Wohnungen und klimaschädlicheren Wohnungen, jetzt mal einfach gesagt. Da gibt es schon Ideen dann zu unterscheiden nach bestimmten Verbrauchskennwerten. Also wenn eine Wohnung schlecht saniert ist, dann sollte das nur zu sehr geringen Teilen oder gar nicht vom Mieter getragen werden müssen, sondern dann soll sich der Vermieter gefälligst mal darum kümmern, dass sein Haus besser saniert wird oder eine andere Heizung eingebaut wird. Aber es ist tatsächlich ein kompliziertes Thema. Ja, danke. Danke, dass Sie sich eingeschaltet haben, Herr Beetz. Ich schalte jetzt wieder stumm und dann hat sich Frau Carla Schulte-Fischedick gemeldet. Hallo. Guten Tag, Frau Schulte. Guten Tag, Carla Schulte-Fischedick. Sie dürfen sprechen. Hört man mich jetzt? Ja? Genau.
Und zwar, mich würde unter anderem interessieren, wie Methan im Emissionshandel behandelt wird. Wird das mit Faktor 86 reingerechnet, also auf 20 Jahre, oder, was leider immer noch passiert, auf 100 Jahre mit Faktor, glaube ich, 25, weil das ja einen wesentlichen Unterschied ausmachen würde. Da muss ich nochmal zurückfragen, was meinen Sie mit Faktor? Achso, es gibt ja einen Umrechnungsfaktor im Verhältnis zu CO2, wenn CO2-Äquivalente daraus werden sollen, sozusagen. Ist Methan überhaupt erfasst? Aber das müsste es ja sein, wenn Gas im Wärmemarkt mit erfasst ist, oder? Genau, Gas, Erdgas ist erfasst, ja. Mhm. Genau, und dann bisher wird leider immer noch auf 100 Jahre gerechnet, und dann hätte Methan sozusagen mit dem Faktor 25 nur gerechnet, was aber viel zu wenig ist eigentlich. Okay, das ist eine interessante Frage, die ich aus dem Stegreif tatsächlich nicht beantworten kann. Also in dem Brennstoffemissionshandelsgesetz stehen diese Umrechnungsfaktoren direkt drin, und da müsste ich dann einfach mal nachgucken, welcher Faktor da steht, und könnte das dann beantworten. Aber ich fürchte, dass die Methanemissionen und gerade die Thema auch Leckagen bei der Gewinnung und so, dass das noch nicht ausreichend abgebildet ist. Ja, also hier kam sogar noch kürzfristig, unter 10 Jahren sind es 100 bis 120, das Erhitzungspotenzial, hat jemand geschrieben. Also es wäre spannend, weil, und das dann mal reinzutragen in die Kreise, dass das eigentlich anders gerechnet werden müsste. Genau. Danke. Okay. Dankeschön fürs Einschalten. Jetzt nehmen wir noch eine Frage, eine Hand dran. Da hatte sich Walter Schüschke gemeldet. Einen kleinen Moment. So. Walter Schüschke, bitte. Schüschke. So, hören Sie mich? Hallo. Ja, guten Tag. Tag. Dankeschön. Hallo. Ich frage mich, ob die Belastung des Heiz-, der Brennstoffkosten eigentlich überhaupt ein sinnvolles Element ist bei der Frage der Wohnungsheizung. Denn was wollen wir damit erreichen? Wir wollen erreichen, dass neue Heizungen gebaut werden, aktuell richtige Heizungen gebaut werden. Darüber entscheidet ausschließlich der Hauseigentümer. Und wenn wir etwas erreichen wollen, dann machen wir das entweder durch Ordnungsrecht, dass wir ihm das vorschreiben, oder wir machen es durch Subventions- oder das Gegenteil von Subventionen, Belastungssteuerrecht. Und das ist hier das Letztere machen wir hier mit der CO2-Bepreisung. Aber wenn den Hausbesitzer das überhaupt nicht stört, ob seine Heizkosten nun teuer oder gering sind, dann ist es doch ein völlig falscher Hebel, den wir hier versuchen einzusetzen. Wir treffen damit den Mieter wie wir dem Hausbesitzer vorrechnen wollen, du musst aber die Erhöhung dieses Preises bezahlen. Der rechnet diese Kosten für den Heizstoff vollständig weiter. Was er letztes Jahr bezahlt hat, muss er nur mit Mühe offenlegen. Und dass er dieses Jahr mehr bezahlen muss, wird noch nicht mal ausgewiesen, woraus sich das ergibt, sondern die Heizkostenpreise oder die Heizöl- oder Gaspreise werden erhöht und die rechnet er weiter. Das ist doch ein Hebel, der überhaupt nicht funktionieren kann. Okay. Meine Frage ist, ist das überhaupt ein sinnvolles Mittel, oder müssen wir nicht viel mehr darauf drängen, dass durch Ordnungsrecht das geregelt wird? Im Neubau wird es ausschließlich durch Ordnungsrecht geregelt. Also ich stimme zu, dass andere Instrumente wichtig sind in dem Bereich. Habe ja auch schon gesagt, dass da vieles versäumt wurde. Ich würde aber nicht sagen, dass es wirkungslos ist. Aus meiner Sicht müssen wir dahin kommen, dass, wenn Leute sich eine Wohnung suchen, der Sanierungszustand der Wohnung eine viel größere Rolle bekommt und dabei spielt. Und dann andersrum bei den Vermietern, die sich auch wieder die Frage stellen müssen, oh, ich habe meine Wohnung jetzt, also da ist immer noch eine Ölheizung verbaut und die Heizkosten sind so hoch, die kriege ich ja gar nicht vermietet. Ich weiß, dass das ein bisschen vielleicht idealisiert ist, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Und da sind
habe ich ja schon gesagt, da läuft vieles falsch bei den Anreizen im Mietwohnungsbereich und wurde auch vieles versäumt. Aber Schuld daran ist nicht der CO2-Preis, sondern hier an diesem Beispiel äußert sich einfach wieder ein bisschen diese Fehlanreize auf den verschiedenen Seiten. Aber der CO2-Preisanreiz, der kommt schon bei den Mietern auch an und sie werden sich vielleicht eher die Frage stellen, so, ja, muss ich denn die Heizung auch, voll aufgedreht haben und das, die ganze Zeit das Fenster auf Kipp? Also solche Verhaltensweisen werden ja auch irgendwo damit adressiert. Ich will das nicht unterstellen, dass das jeder macht, aber wenn, dann ist hier zumindest auch der Verursacher gefragt. Und klar ist, dass an die Vermieter auf jeden Fall rangegangen werden muss. Also die müssen eine viel größere Pflicht bekommen, da bei ihren Häusern auch was zu machen. Und da gibt es auch Ideen und Konzepte. Also sei es jetzt über Ordnungsrecht oder es gab auch mal die Idee, das über eine Klimaprämie für Häuser zu machen, die, wenn sie zu schlecht saniert sind, dann muss der Eigentümer eine Strafe zahlen. Und wenn sie besser saniert sind, dann kriegen sie noch Geld zurück. Also da gibt es auch Ideen für Anreizinstrumente. Aber wichtig wäre hier vor allem das Ordnungsrecht und da ja, stärkere Grenzwerte zu haben. Okay, danke dann für die Eingaben von Ihrer Seite. Ich entschuldige mich nochmal, es piept anscheinend wieder bei mir. Deswegen machen wir schnell weiter mit der Verwendung der Erträge, die ja eigentlich auch bei Vermietern und Hausbesitzern auch vielleicht was bewirken könnten. Da kommen wir jetzt zum zweiten Teil und danach machen wir wieder eine Fragerunde. Genau, ich teile jetzt wieder meinen Bildschirm und mache weiter mit dem Thema Rückverteilungsseite. Was machen wir also mit dem Geld? Und die Frage ist besonders relevant, weil man selbst bei geringen CO2-Preisen auch schon wirklich eine beträchtliche Summe zusammenbekommt. Also jetzt selbst bei diesen vergleichsweise geringen Preisen von 25 Euro pro Tonne haben wir ein Aufkommen in den Jahren 2021 bis 2023 von ungefähr 50 Milliarden Euro aus EU-ETS und nationalem ETS. Diese Einnahmen, die fließen zu 60% in den Energie- und Klimafonds und werden da, kann man sich den Energie- und Klimafonds mal genauer angucken, auch viel für Klimaschutzmaßnahmen und so ausgegeben. Den Brennstoffemissionshandel gucken wir uns gleich genauer an. Vielleicht erstmal so zu den grundsätzlichen Ideen, was man mit dem Geld machen kann. Auch da haben die Konzepte, die ich anfänglich angesprochen habe, verschiedene Ideen. Aber so zwei Grundideen haben sich eigentlich in den letzten Jahren in der Debatte verfestigt. Das eine war vor allem die verschiedenen Umlageelemente im Strombereich zu finanzieren und damit den Strom günstiger zu machen oder eben das Geld pro Kopf zurückzuverteilen an die Leute, so ähnlich wie das in der Schweiz auch gemacht wird. Und oft gibt es auch eine Kombination aus diesen verschiedenen Maßnahmen. Hier nochmal so eine umfänglichere Auflistung. Also man kann das Geld direkt als Kompensation zurückgeben. Man kann es fokussiert machen für vor allem benachteiligte Gruppen, also die Leute, die wenig Geld in der Tasche haben und für die das dann wirklich finanziell ein Problem ist. Da geht es dann vor allem um soziale Transferleistungen oder auch Kompensation von bestimmten Unternehmen oder eben dieses Pro-Kopf-Modell, auch Klimadividende oder Klimabonus genannt. Ein Beispiel ist die Schweiz, wo das so gemacht wird. Andere Modelle, da läuft es dann mehr über einen Staatshaushalt. Also man kann das Geld dazu verwenden, andere Belastungskosten zu senken. Vielleicht auch welche, die gar nicht so direkt was mit dem Klima zu tun haben. Beispielsweise Lohnnebenkosten. Das wurde bei der ökologischen Steuerreform so gemacht und die Idee dabei war, Beschäftigung anzureizen. Wenn man eine Finanzierungslücke im Staatshaushalt hat, wäre ein CO2-Preis natürlich auch ein willkommenes Finanzierungsinstrument. Und
Investitionen daraus zu finanzieren, ist auch sehr naheliegend. Also hier ist sicherlich, wäre die Klimaschutzwirkung am besten, wenn man das Geld zum Beispiel in Gebäudesanierung oder ÖPNV stecken würde. Und dieses Thema Strompreissenken, hatte ich eben schon gesagt, das ist ja auch der Weg, der jetzt beim Brennstoffemissionshandel eingeschlagen wurde, die EEG-Umlage zu entlasten und damit auch die Sektorkopplung anzureizen. Das Pro und Contra für der verschiedenen Optionen habe ich hier auch nochmal aufgelistet. Ich glaube, das führt jetzt hier auch zu weit und würde zu lange dauern, alle Instrumente anzuschauen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, die Sachen, die ich für besonders wichtig halte, die habe ich jetzt hier mal fett dargestellt. Also das Geld für die EEG-Umlage beim Strompreis auszugeben, dafür spricht vor allem das Thema Sektorkopplung. Man will, dass im Bereich Wärme und Verkehr mehr Strom aus erneuerbaren Energien verwendet wird. Und deshalb ist es natürlich eine Anreizwirkung hier, wenn Strom billiger wird und fossile Brennstoffe teurer werden, auch da mehr Strom zu benutzen. Also einfaches Beispiel Elektromobilität. Das E-Auto wird günstiger im Vergleich zum Verbrenner. Der Nachteil ist, dass dadurch auch Effizienzanreize beim Strom verloren gehen. Und Strom kommt ja nun mal auch noch immer zum großen Teil aus Kohlekraftwerken. Also man müsste da eigentlich gucken, dass dann die Vorteile eigentlich nur für erneuerbaren Strom geschaffen sind. Aber das Modell haben wir eigentlich bei einer pauschalen Senkung der EEG-Umlage nicht. Und es findet auch eine gewisse Umverteilung zugunsten der Industrie statt, weil die Industrie insgesamt mehr Strom verbraucht im Verhältnis und deshalb von einer Senkung des Strompreises stärker profitiert als Haushalte und Gewerbe. Beim Thema direkte Rückerstattung und diesem Pro-Kopf-Bonus ist für mich vor allem der Akzeptanz-Gesichtspunkt das wichtigste Pro-Argument, weil einfach klar ist, das Geld, was eingenommen wird, das geht wieder zurück und zwar gleichmäßig an alle Leute. Und das hat auch eine ziemlich soziale Wirkung, weil einfach die Leute, die in kleineren Wohnungen wohnen und vielleicht auch gar kein Auto haben, am Ende mehr zurückbekommen, als sie einzahlen. Was dagegen spricht aus meiner Sicht ist, dass es so ein bisschen nach dem Prinzip Gießkanne ist. Auch ein sehr reicher Millionärshaushalt kriegt dieses Geld zurückerstattet pro Kopf eben und der braucht es natürlich eigentlich gar nicht. Also es ist nicht so richtig zielgerichtet sozial. Und es ist auch mit einem beträchtlichen administrativen Aufwand verbunden, festzustellen, wie viele Personen in einem Haushalt leben und also überhaupt einen administrativen Weg zu finden, das Geld zurückzuverteilen. Wenn man das hier in der dritten Säule, das Geld vor allem für benachteiligte Gruppen, also Transferleistungsempfänger, Wohngeldempfänger und so ausgibt, hat man den Vorteil, dass man das Geld sehr zielgenau für die Haushalte verwendet, die vielleicht wirklich finanzielle Probleme haben. Aber als Nachteil habe ich dann hier markiert Akzeptanz. Also wie groß wäre denn die Akzeptanz dafür, das nur für diese kleine Gruppe von Haushalten zurückzugeben? Und würden sich nicht sehr viele Leute dann benachteiligt fühlen, weil sie mehr Geld einzahlen, als sie direkt zurückbekommen? Grundsätzlich ist es so, dass wenn man das Geld entsprechend rückverteilt, dann hat man auch eine Entlastung von armen Haushalten. Das ist hier mal schematisch dargestellt. Von links nach rechts steigt das Haushaltseinkommen. Also ganz auf der linken Seite sieht man die ärmsten Haushalte, ganz rechts die reichsten Haushalte. Und grundsätzlich ist es so, dass die halt durch den CO2-Preis, der oberhalb der Nulllinie ist, belastet werden. Aber je reicher sie sind, desto mehr verbrauchen sie in der Regel auch. Und wenn man dann das Geld gleichmäßig zurückgibt, hier gekennzeichnet durch die grünen Säulen, dann sind eigentlich die ärmsten Haushalte netto auch entlastet tatsächlich. Beispielsweise über so eine Pro-Kopf-Rückerstattung. Einen ähnlichen Effekt hat man auch, wenn man über den Strompreis entlastet. Da sind auch die ärmsten Haushalte zumindest prozentual zum Einkommen stärker entlastet als die reicheren.
aber nicht ganz so wie bei einer pauschalen Pro-Kopf-Rückerstattung. Also da ist die Verteilungswirkung bei einer Pro-Kopf-Rückerstattung etwas besser als beim Strompreis. Das ist erstmal so idealtypisch. Gucken wir uns jetzt mal an, wie das beim Brennstoffemissionshandel aussieht. Hier sehen wir auch wieder die ärmsten und reichsten Haushalte sortiert von links nach rechts. Gruppe 1 sind also die ärmsten, Gruppe 10 sind die reichsten. Und wir sehen hier alles, was oberhalb der Nulllinie ist, ist die Belastung. Und dann unten die graue Säule ist die Entlastung beim Strom. Und diese schwarze Linie insgesamt ist das, wie die Haushalte insgesamt be- oder entlastet werden. Und wir sehen, dass es eigentlich bei allen Haushalten gibt es eine leichte Belastung in Höhe von ungefähr 0,5% des Einkommens. Das heißt eigentlich so, zumindest die Durchschnittshaushalte, die zahlen jetzt etwas mehr als vorher. Und diese Pro-Kopf-Pauschale, die hätte das etwas gerechter verteilt. So, mit Blick auf die Uhr muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Ich wollte eigentlich noch was sagen zu Pendlern. Ich glaube, das muss ich jetzt so ein bisschen überspringen. Mein Fazit war hier, dass die Gruppen, die jetzt so richtig Härtefälle sind, also sprich Leute, die viel pendeln und in unsanierten Wohnungen wohnen, dass die Gruppe relativ klein ist. Ja. Und ich komme zum Fazit zur Wirksamkeit von CO2-Preisen. Ein langfristig angelegter Preisfahrt mit moderaten Einstiegssätzen und dann Anpassung an Inflation und festen Erhöhungsschritten schafft Planungssicherheit. Das Ganze sollte möglichst international und europäisch umgesetzt werden, aber wenn man das nicht hinkriegt, dann besser national als gar nicht. Und die Verwendung der Einnahmen ist einfach entscheidend für Akzeptanz und Sozialverträglichkeit des Instruments. Und da habe ich gezeigt, dass es sehr viele Optionen gibt. Aus meiner Sicht gibt es da auch kein richtig oder falsch, sondern man muss sich einfach dessen bewusst sein, wie die verschiedenen Instrumente wirken. Und wichtig ist nach wie vor die Einbettung in einen wirksamen Policy-Mix. Und das haben wir, glaube ich, eben in der Diskussion zum Thema Mietwohnungsbereich auch schon gehört. Und deshalb ist jetzt bei dieser ganzen Diskussion und der Frage, welche flankierenden Instrumente sind denn wichtig, muss man sich die Frage stellen, welche Gruppen können denn eigentlich nicht auf diesen Preisimpuls reagieren und wie viele sind das eigentlich? Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn man dann so einzelne Beispiele rausgreift, wo es vielleicht nicht so gut wirkt und dann deshalb der Meinung ist, dass das insgesamt nichts bringt, das Instrument. Ich glaube, solche Argumentationsweisen sind insgesamt für die politische Diskussion nicht sehr hilfreich. Ja, ich gebe noch einen kleinen einen Ausblick auf morgen. Da gucken wir uns ja mehr die internationale Perspektive an, vor allem die europäische Ebene. Wie soll der Emissionshandel da weiterentwickelt werden und wie wird CO2-Bepreisung in anderen Ländern gemacht? Und auch heute konnte ich leider wieder nicht alle Themen besprechen, die eigentlich zum Thema gehören. Insbesondere gibt es eine Debatte darüber, ob CO2-Preise in allen Sektoren gleich hoch sein sollten oder ob man auch unterschiedlich hohe CO2-Preise zulassen kann, beispielsweise im Bereich Strom und Wärme. Und die Themen soziale Flankierung und Industrieausnahmen, die sind natürlich auch noch viel größer und da gibt es noch viel mehr Aspekte, als wie ich sie jetzt gerade präsentieren konnte. Und damit gebe ich jetzt mal wieder zurück an Stefanie. Ja, danke schön. Es waren hier hoffentlich ohne Piepsen. Gleich nehmen wir wieder Fragen aus dem FAQ und auch Menschen, die sich einschalten möchten, mündlich. Ich habe eine Frage an dich, Svante, vorweg. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal hatten es auch schon mal angeschnitten. Und zwar können ja mit den Erlösen, also es sind ja über 50 Milliarden Euro schon im Energie- und Klimafonds drin aus dem Emissionshandel. Höre ich, dass die eingesetzten Mittel für Innovationsförderung, für Elektromobilität, für Sanierung alter Heizung, für Hausisolierung, was halt so verteilt wird, dass die Emissionsminderung
von der Rückverteilungsseite höher sein könnten als die über die Anreizseite. Hast du das auch, hast du da Zahlen zu? Wie kann sowas überhaupt erfasst werden? Aus dem Stegreif weiß ich jetzt nicht, wie das bei der jetzigen Ausgestaltung des Brennstoffemissionshandels ist. Bestimmt kann das so sein. Also wenn man jetzt das Geld wirklich nur für die Bereiche ausgeben würde, wo die Hebelwirkung besonders groß ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das hinkommt. Mhm. So relevant finde ich aber eigentlich die Frage gar nicht. Also interessant dabei ist ja, dass es diese doppelte Eigenschaft gibt einfach, ne? Dass eine CO2-Bepreisung anders als andere Klimaschutzinstrumente halt ein Aufkommen generiert, das dann eben wieder zurückgegeben werden kann und man damit ganz wunderbare Sachen machen kann für den Klimaschutz. Und ja, das wäre aus Sicht des Klimaschutzes auch tatsächlich die beste Verwendungsvariante, als wenn man es, sag mal, allen wieder zurückgeben würde, damit sie dann davon wieder in Urlaub fahren können, jetzt platt gesagt. Ne? Also das hat dann auch häufig diese sogenannten Rebound-Effekte zur Folge, wenn die Leute damit dann wieder klimaschädliche Sachen machen können. Kannst du nochmal so ganz übergreifend sagen, welche Ministerien, welche Akteure darf es eigentlich festlegen, wo diese Erlöse hingehen und über welche Verordnung das festgelegt wird? Wen muss man anschreiben, wenn man da eine Idee hat? Meistens werden da ja wirklich alle beteiligt bei solchen grundlegenden Fragen und auch bei dieser Diskussion Ausgestaltung des CO2-Preises. Das wurde vor allem in diesem sogenannten Klimakabinett diskutiert und da waren ja auch wirklich alle möglichen Ministerien mit drin und dann gab es da auch noch Länderinteressen und so. Aber klar, dass das Umweltministerium, das für den Klimaschutz zuständig ist, das hat da dann die Federführung erstmal und ist auch da von der Expertisenseite ganz gut aufgestellt. Also kann man sich mit Fragen und Anregungen erstmal da melden. Aber auch Vorschläge gehen dann durch den Bundestag. Also da haben dann die verschiedenen Parteien auch mitzureden natürlich. Dankeschön. Da würde ich den Stefan Stoll nochmal fragen, ob er da zwei, drei Fragen aus dem FAQ. Ich sage immer FAQ, das heißt eigentlich nur FA, ne? Frage-Antwort-Tool. Ja, ja. Es wird wahnsinnig viel diskutiert. Es sind ganz viele Kommentare. Gerade diese Mietengeschichte, Mietwohnungsmietergeschichte beschäftigt viele Leute. Das sind aber politische Kommentare. Da würde ich glaube, da kann ich jetzt nicht eine einzelne Frage vorlesen. Ich würde einfach mal die top gewotete Frage nochmal reinbringen und vielleicht wird die auch dann einfach morgen besprochen. Wie sind die Erfahrungen mit der Rückverteilung in den anderen Ländern, zum Beispiel Schweden oder der Schweiz? Und dann eine zweite Frage, die mehrmals gestellt wurde, auf den Folien stand, dass die 40% der Einnahmen, also dass 60% der Einnahmen rückerstattet werden und 40% der Einnahmen, was mit diesem restlichen Geld passiert, wollen schon zwei ZuschauerInnen wissen. Und ich würde es jetzt erstmal dabei belassen und dann auch Möglichkeiten geben für Live-Fragen. Okay, danke, Stefan. Genau, Länderbeispiele können wir uns ja gerne, wenn morgen Zeit ist, auch noch angucken. Also generell, glaube ich, hat dieses Instrument dieser Rückerstattung pro Kopf tatsächlich einen großen Akzeptanzwert. Was ich in der Schweiz eigentlich, was mich da ein bisschen wundert, dass das nicht viel transparenter gemacht wird. Also da wird das mit den Krankenversicherungsbeiträgen verrechnet. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Schweizer das gar nicht unbedingt wissen, dass durch den CO2-Preis ihre Krankenversicherungsbeiträge sinken oder sie da das Geld zurückbekommen. Ich glaube, das steht irgendwo dann kleingedruckt auf der Endabrechnung oder so. Aber da wundere ich mich ein bisschen, dass das nicht viel sichtbarer gemacht wird. Das war so meine Schlussfolgerung aus dem CO2-Preis. Ansonsten hat man da sehr gute Ergebnisse, was die Klimaschutzwirkung angeht und ja auch was die Akzeptanz des Instruments angeht. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden. Ach so, genau, die Verwendung der Mittel.
Genau, ich habe gesagt, dass ein Teil in den Energie- und Klimafonds fließt und aus dem Energie- und Klimafonds werden eigentlich viele Klimaschutzinvestitionen bezahlt und der restliche Teil, das ist dann diese Strompreissenkung, die ich erwähnt habe. Also das Geld geht, wird verwendet für Strompreissenkungen, für die Erhöhung der Pendlerpauschale und für Klimaschutzinvestitionen. Das ist eigentlich so eine Dreiteilung. Auf deinen Folien ist es ja drin und auch auf euren Policy Briefs, die du gerade teilweise schon eingeblendet hast, kann man das auch nochmal schön sehen. Da habt ihr auch gute Ausarbeitung gemacht, wie ich finde. Empfehlung, lesen Sie unbedingt alle Policy Briefs vom FÖS. Genau. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen. Ich würde gerne eine kleine Umfrage starten mit Ihnen zusammen. Und zwar, Sie kennen das Spiel, wir wollen unser Angebot stetig verbessern und uns interessiert, woher die Leute kommen und was sie so machen. Bitte voten Sie doch durch in dieser kleinen Fragebatterie, das ist anonym, das kann man dann nicht mehr rückverfolgen. Interessiert uns natürlich auch, ob Sie planen, alle Teile dieses Grundkurses zu besuchen. Und wir werden Ihnen auch nochmal im Nachgang um kleines Feedback bitten, aber keine Sorge, das ist natürlich auch ohne Druck. Es ist einfach ein Angebot oder eine Frage, damit wir noch besser werden und sinnvolle Sachen in der politischen Bildung machen. Gucken wir mal so durch. Ja, es ist wieder viel Großstadt oder Mittelstadt. Und viele Leute planen, alle Teile des Grundkurses zu besuchen. Das freut uns. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben bei dieser Umfrage. Jetzt machen wir weiter im Text und ich würde gerne, eine Person hat sich wieder ausgeschaltet. Ich würde gerne Andreas Wagner bitten, deine Frage zu formulieren. Herr Wagner, Sie müssten sich dann bitte jetzt hörbar machen, also Ihr Mikrofon, Ihr rotes Mikrofon durchstreichen, sodass Sie Ihre Frage stellen und wir Sie hören können. Ja, hallo, hier ist Andreas Wagner aus Marburg. Mich wundert und ärgert es ein bisschen, dass die gute alte ökologisch-soziale Steuerreform so schlecht bei wegkommt in der aktuellen Diskussion. Das wird irgendwie, ich habe es nicht mitbekommen, wann das Prinzip, was auch Club of Rome und alle möglichen schon bevorzugt haben, warum das auf einmal so schlecht dasteht. Vielleicht nochmal kurz zu dieser Pro-Kopf-Rückzahlung. Wir reden ja da von 100 Euro an alle ungefähr, sagen wir 100 oder auch 200 Euro im Jahr. Das sind also Mini-Beträge und die werden auf alle verteilt. Die soziale Wirkung ist wirklich bescheiden. Anders ist es, wenn wir Arbeit entlasten, also steuerlich entlasten. Das hat eine Lenkungswirkung. Dadurch wird die Wirtschaft, dadurch werden Arbeitsplätze geschaffen. Und natürlich, was fehlt in dem alten Konzept, ist eine soziale Komponente, dass man sagt, ja, nur die Arbeit von den kleinen und geringeren Verdienern, die sollte entlastet werden. Aber wenn man das so machen, ist doch die Wirkung viel bedeutsamer und auch die Akzeptanz. Also die Reichen, die können sich nicht beschweren, wenn die Einkommen der Armen entlastet werden. Also das, finde ich, kommt zu schlecht weg in der ganzen Diskussion. Ja, als Mitarbeiterin des FÖS, aber auch persönlich muss ich, also kann ich eigentlich nur voll zustimmen. Wir haben ja auch die Umsetzung der ökologischen Steuerreform mit begleitet und das Konzept auch selber befürwortet, Sozialversicherungsbeiträge zu senken. Das ist auf jeden Fall auch eine von der Anreizwirkung eigentlich eine sehr gute Maßnahme. Ich glaube, dass die Gründe, dass diesmal nicht zu machen und auch gar nicht erst zu diskutieren, vor allem politischer Natur sind. Und zwar Grund eins, ich glaube, bei vielen ist immer noch ein bisschen dieser Nachgeschmack und die Erinnerung daran, dass man damals bei der ökologischen Steuerreform diese
Diskussion um, ich nenne es jetzt mal Rasen für die Rente, wurde das dann genannt, also auch tatsächlich eine negative Kampagne für diese Verwendungsmöglichkeit gab, wo viele nicht verstanden haben, wo da der Zusammenhang ist und warum das Geld dann für, ich sag mal, eher so einen sozialeren Bereich ausgegeben wird. Das ist, glaube ich, ein Grund. Der andere Grund ist, dass einfach das Thema Arbeitslosigkeit jetzt gerade nicht so problematisch ist wie damals. Also da waren Konzepte, wieder mehr Leute in Beschäftigung zu bringen und generell der Stand der Arbeitslosigkeit viel problematischer als heute. Und deshalb ist es, glaube ich, von vielen Politikern auch mehr als drängendes Problem gesehen worden, wo man was machen muss. Ein Kommentar oder nochmal nachfragen. Es ist ja auch so, dass es das Geld jetzt, also die Erlöse aus der CO2-Bepreisung, die gehen doch nicht in den allgemeinen, die gehen natürlich nicht in den allgemeinen Staatshaushalt. Also die sind sehr zielgenau einzusetzen, nämlich für Innovationsförderung, für Umfinanzierung des Energiesystems oder für diese Kompensation. Bei der ökologischen Steuerreform und Rasen für die Rente wäre das in den Haushalt gegangen. Das heißt, es wäre nicht so zielsicher gewesen, oder vertue ich mich da? Das ist immer ein Kritikpunkt, wenn man so ein also den CO2-Preis als Steuer macht, dass das Geld erstmal in den allgemeinen Staatshaushalt geht und man ja gar nicht sicherstellen kann, dass das Geld dann auch dafür ausgegeben wird, ja, wie vorgesehen. Das Argument finde ich aber nur so halb schlagkräftig, weil tatsächlich das Geld aus der Ökosteuer geht auch immer noch in die Rente. Also das ist eine Frage der politischen Beschlüsse, wie man das dann festlegt, dass das Geld dann dafür auch langfristig ausgegeben wird. Aber ja, das Geld geht in den Energie- und Klimafonds und wird da für Klimaschutz ausgegeben. Und der Energie- und Klimafonds, der ist halt ein bisschen ausgelagerter Staatshaushalt, würde ich sagen. Aber ja, so viel anders ist er jetzt auch nicht, weil immer noch die Politik und unsere Volksvertreter darüber entscheiden, was mit dem Geld passiert. Ja, beim Finanzministerium wurde er ja angesiedelt. Das heißt, es ist ein Sondervermögen. So wird das ja tituliert. Genau. Ja, genau. Wer sich das mal angucken möchte, das ist alles beim Finanzministerium. Das sind sehr dicke Unterlagen dazu. Dann würden wir noch zwei Fragen nehmen. Stefan Adler hatte die Hand gehoben und danach Michael Huber. Herr Adler, Stefan Adler, ich schalte Sie frei. Ja, funktioniert, ja. Danke. Hier hören Sie. Super. Ich habe die Frage, wir haben ja nicht nur quasi die die Klimaschutzleistung soll nicht technischer Art erreicht werden, sondern zum Beispiel ja auch die Förderung von Nature-Based Solutions, also unsere Ökosysteme sollen in Zukunft irgendwie CO2 aufnehmen. Und gerade die Waldbesitzerverbände sind momentan daran interessiert, dass sie eben für die Leistung des Baumwachstums und damit die Aufnahme von Kohlenstoff in die Bäume eine Honorierung dieser Ökosystemleistung erhalten werden. Und jetzt höre ich so ein bisschen die Gelder von den möglichen 8 Milliarden Euro, die jetzt im ersten Jahr zusammenkommen, aber später vielleicht der 19 Milliarden, sind mehr oder weniger verplant. Und die Waldbesitzenden stellen sich aber eine Kompensation vor von ungefähr 112 Euro pro Jahr und Hektar, was bedeuten würde, alle Waldbesitzer würden ungefähr 600 Millionen Euro von diesem neuen Kuchen abgreifen wollen. Und meine Frage ist, sehen Sie gerade, Frau Fiedler, eine realistische Chance, dass quasi andere Gruppen, gesellschaftliche Akteure wie eben Waldbesitzende tatsächlich noch Gelder abbekommen können von den CO2-Abgaben? Oder ist es politisch so weit aufgeteilt, dass gar nichts mehr übrig ist? Auch mit Bezug nehmend auf die zu erwartende Steigerung der Einnahmen, die ja absehbar sind. Also was mir direkt dazu eingefallen ist, ist, dass es ja beim europäischen Emissionshandel und auch auf internationaler Ebene Möglichkeiten gibt, durch solche Einsparmaßnahmen tatsächlich Zertifikate zu generieren. Also ich sehe vielleicht die Möglichkeit, wenn unser Brennstoffemissionshandel wirklich zum Emissionshandel wird, mit
einer festgelegten Menge an Zertifikaten, dann könnte ich mir vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, über solche Aufforstungsprojekte vielleicht Zertifikate zu generieren, die dann auch teilnehmen können am Handel. Das wäre so eine Variante. Es ist aber bei solchen Maßnahmen auch immer sehr wichtig, da wirklich auch eine Zusätzlichkeit zu schaffen. Also das, was da an Einsparungen angerechnet wird, das muss auch wirklich ein zusätzlicher Beitrag sein gegenüber dem, was sowieso schon passiert. Weil das finde ich dann auch nicht richtig, wenn Leute Geld dafür bekommen, dass sie eigentlich weitermachen wie bisher und gar keinen, sag mal, zusätzlichen Beitrag leisten. Stefanie, dein Mikro ist aus. Dein Mikro. Achso, mein Mikro. Jetzt bist du wieder zu hören. Ja, ich wollte fragen, ob Herr Adler noch was sagen wollte. Ich weiß aber gar nicht, ob es gerade technisch möglich ist. Ja. Ich kann noch was sagen. Das ist auch ein längeres und größeres Thema. Also wir dann lieber nicht. Dann müssen wir es nur anders machen. Ja, gut, dann leider nicht. Aber Zusätzlichkeit ist schon mal ein wichtiges Stichwort. Dankeschön. Dann habe ich noch eine Frage von die Lara FG. Bitte, die Lara FG. Das muss ein Fehler sein. Ich habe meine Hand nicht gehoben. Oh, Entschuldigung. Gar kein Problem. Michael Huber. Ja, hallo, Michael Huber von Climate Watch Celle. Also ich habe noch mal eine prinzipielle Frage, ob Bepreisung wirklich der richtige Weg ist. Weil der Privatanwender, der hat ja dann wenig Möglichkeit, wenn er Normalverdiener ist, dann da wirklich klimafreundlich darauf zu reagieren. Während die Industrie, die Wirtschaft also sehr wohl ausweichen kann, wie wir jetzt auch gerade Beispiel Miete und so weiter gesehen haben. Wäre es nicht viel wichtiger, Anreize zu schaffen? Also ich habe das Beispiel Schweden vor Augen, die jetzt innerhalb von 10 Jahren die gesamte Industrie, die also praktisch CO2 emittiert, auf Wasserstoff umstellen wollen. Und zwar darüber, dass der regenerativ erzeugte Strom so billig ist, dass das Ganze sich praktisch also rechnet. Und dann machen natürlich sofort automatisch alle Unternehmen mit. Und die ersten Stahlunternehmen in Schweden haben schon praktisch damit begonnen, ja, während hier nur darüber geredet wird. Oder in Dänemark sind praktisch 85% der Haushalte auf Fernwärme umgestiegen, weil es billiger war als alle anderen Möglichkeiten. Und die Fernwärme wird dort jetzt schon zu 60% auch regenerativ gespeist. Also wären nicht Anreize die Lösung und nicht solche Geschichten wie Bepreisung, die im Grunde genommen in meinen Augen nur Verzögerungsstrategien sind. Nochmal eine gute, ganz große Frage. Ich wollte nochmal darauf verweisen, wir hatten das gestern, glaube ich, auch schon, da ging es ja so ein bisschen um die Erwartungen, die man realistischerweise an das Instrument CO2-Bepreisung stellen kann und welche Rolle sie im Policy-Mix denn spielen kann, im Klimaschutz-Policy-Mix. Und da war ja auch schon das Thema, natürlich kann man nicht alles über den Preis machen. Es ist auch ein sehr kompliziertes System, wie wir heute nochmal gesehen haben, das aufzusetzen. Da braucht man Zeit, viel politisches Kapital und muss die eine oder andere parteipolitische Schlacht auch schlagen. Und deswegen haben wir ja gestern auch schon gesagt, CO2-Bepreisung, Anreize, Förderung, teilweise mit den Mitteln aus der CO2-Bepreisung und auch Ordnungsrecht, wie wir es gerade schon hatten, im Bereich der Vermieter. Also deswegen, wenn ich es auch so ein bisschen für die Heinrich-Böll-Stiftung oder auf jeden Fall für dieses Referat, was ich hier vertrete, sagen darf, spielt CO2-Bepreisung in bestimmten Bereichen, gerade in diesen marktnahen Bereichen, im Stromsektor kann das eine interessante Rolle spielen. Es gibt aber auch viele Bereiche, gerade der Verkehr, wo CO2-Bepreisung sehr limitiertes Instrument ist und da vielleicht tatsächlich mehr mit einer Förderung gemacht werden kann, und auch mit Ordnungsrecht, Flottengrenzwerte,
aber auch mit Förderung, was man ja da sieht, in Norwegen ging ja durch die Presse, wie so eine viele Steuerentlastungen für Elektromobilität tatsächlich da Elektromobilität voranbringen, ohne dass die Antriebswende natürlich die Lösung für die Verkehrswende ist. Das kleine politische Statement aus der Heinrich-Böll-Stiftung dazu. Aber Svante, bitte, sag doch auch noch was. Ja, danke. Da brauche ich gar nicht viel hinzuzufügen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um eine sinnvolle Kombination von Instrumenten. Und der CO2-Preis kann sehr wohl seinen Beitrag leisten. Natürlich einschränkend gesagt, mit 25 Euro pro Tonne ist da jetzt noch nicht so viel gewonnen. Das ist, wie wir gestern gezeigt haben, nur eine Mini-Preiserhöhung der fossilen Brennstoffe. Und das macht natürlich jetzt bei vielen Konsum- und Investitionsentscheidungen nicht den Riesenunterschied. Also da muss auf jeden Fall nachgebessert werden und der Preis soll ja auch steigen. Und ich wollte sagen, dass Schweden ist natürlich irgendwie ein schönes Beispiel, weil Schweden ja eine relativ hohe CO2-Steuer hat. Also wenn die so erfolgreich sind, dann spielen die CO2-Steuern ganz bestimmt auch eine Rolle in dem Instrumentenmix. Okay, für Sie, Herr Huber, oder noch eine Anmerkung, noch einen Nachklapp? Ja, es wird ja gerade in Schweden aber dann ja dazu verwendet, um den erneuerbaren Strom billig zu halten. Also das heißt, ich erhöhe nicht den Strompreis mit dem falschen Gedanken, ist der Strom teuer, wird wenig verwendet, weil die Leute normalerweise eh schon automatisch sparen, wer nicht genug Geld hat, sondern ich mache praktisch den Strom für alle CO2-freien Anwendungen billig. Und das ist die absolute Lösung. Und das wird hier in Deutschland derzeit gar nicht betrieben. Und meine Sorge ist, dass eben die CO2-Bepreisung als Feigenblättchen verwendet wird, siehe Friedrich Merz. Ja. Ja, das ist ein guter Hinweis. Also das ist, also dann, sag mal, nur weil man hier CO2-Preis hat, dann nicht damit zu argumentieren, okay, dann können wir ja den ganzen anderen Klimaschutzmaßnahmen sein lassen. Und Verwendung für Strompreissenkung ist auch nochmal ein ganz interessantes eigenes Thema. Schweden hat natürlich den Vorteil, dass sie einen ganz guten erneuerbaren Anteil im Strommix haben. Ich glaube, die haben, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Kohlekraftwerke haben. Deswegen ist es da vielleicht auch ein bisschen einfacher. Wenn wir jetzt hier bei uns die EEG-Umlage senken, dann kann das auch diese Anreizwirkung haben. Da habe ich aber noch ein bisschen Bauchschmerzen, einfach damit, dass unser Strommix noch nicht so besonders erneuerbar ist, dass man es eigentlich hinkriegen müsste, den Strompreis nur für die erneuerbaren Technologien zu senken. Also nur erneuerbarer Strom sollte günstiger werden, nicht der pauschale Strompreis. Ja. Das ist ja dann auch quasi so ein Riesenprojekt. Mal gucken, wie viele nächste Bundesregierungen sich trauen, dieses System anzufassen aus Steuerabgaben und Umlagen, die ja auch letztendlich den grünen Ökostrom befreien können. Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass die ganzen Subventionen auf Fossile abgeschafft gehören, was ja dann auch wieder ein Vorteil ist für die Erneuerbaren. Svante, da hast du gestern auch schon zu was gesagt und natürlich auch die Kürs-Bibliothek ist da reich an Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht nehmen wir noch eine Frage dran, weil dann noch zwei Minuten. Da hatte ich dann Herrn Marcel Brodbeck in der Liste. Hallo. Ja, grüße Sie, hallo. Ja, Marcel Brodbeck vom Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart, hallo. Ich habe jetzt da eher so zwei, drei Detailfragen. Also es kann natürlich jetzt sein, dass es die Beantwortung so spontan gar nicht so einfach ist. Können Sie es vielleicht auf die wichtigste eingrenzen, weil wir haben noch zwei Minuten. Okay, also die Frage geht jetzt in Richtung Sektorkopplung, Strom und Wärme, beziehungsweise auch Strom- und Abwärmenutzung. Hier stellt sich mir die Frage, wie ist es denn eigentlich so gedacht also gerade eben Strom-Wärme, Thema Wärmepumpe. Wie ist da eigentlich der Bilanzbereich? Also wird man da zum Beispiel gucken, wie sind die CO2-Emissionen vom Netzstrom in Baden-Württemberg, in Deutschland, in der EU? Oder wird man es noch lokaler betrachten? Das ist die eine Frage.
Und das andere wäre auch wieder für die Bilanz, wie ist es zeitlich gesehen? Also wird man da wieder eine Jahresbilanz sehen? Oder weil gerade eben diese auch die Dynamik der erneuerbaren Energien, Thema Speicher und so, das wird ja dann viel interessanter, wenn man das eben auch mit reinnimmt. Also wird man da eine eben zeitlich korrekte Bilanz fahren oder fahren müssen? Was ist hier so erkennbar, was da der Standard wird? Also eben wird dann quasi Viertelstundenabrechnung dann auch eben zwangsläufig für alle kommen. Und vielleicht noch, ja, oder ich lasse es erstmal so weit stehen, die andere Frage kann ich ja morgen noch stellen. Das sind in der Tat jetzt schon einige Detailfragen. Also ich habe so verstanden, dass es sich darauf bezieht, welche Strompreise man günstiger macht, also eine Anreizwirkung für Stromanwendungen zu geben und wie man das dann fokussiert auf den erneuerbaren Verbrauch. Das ist in der Tat nicht ganz einfache Fragen. Also es gibt Lösungsansätze dafür, dass über eine Dynamisierung zu machen von Abgaben und Umlagen, also meinetwegen die EEG-Umlage zu senken, wenn man ein großes Stromangebot hat und dadurch die Nachfrage anreizen will und sie steigen zu lassen, wenn das Stromangebot knapper ist. Das ist aber sicherlich auch noch nicht die einzige Idee, die es da gibt. Also es gibt eine sehr große Diskussion insgesamt um Strommarktdesign und wie man Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Auch in der aktuellen EEG-Reform stellt sich dann die Frage, welchen Vorrang hat eigentlich erneuerbarer Strom vor konventionellem Strom und so. Also ich will einfach nur sagen, dass die Fragen, die Sie gestellt haben, die sind in so einem ganz großen anderen Themenkomplex nochmal parallel jetzt zum CO2-Preis, dass ich die gar nicht so im Detail beantworten kann und will. Es ist jedenfalls noch nichts entschieden, so viel kann ich sagen. Es gibt einige Ideen in der Diskussion und das werden auch die kommenden Regierungen auf jeden Fall angehen müssen, das Thema, gerade wenn wir jetzt immer mehr erneuerbaren Strom im System haben. Wichtig ist jedenfalls, denke ich, nicht erneuerbaren Strom abzuregeln und dann stattdessen konventionelle Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Also irgendwie muss man eine Antwort auf die Frage finden, wie da die Kraftwerke in Konkurrenz zueinander stehen. Möglichst machen wir dann Wasserstoff daraus, aus dem, bevor wir abregeln vom Netzengpass. Ja, danke schön. Ich höre immer wieder, es pfeift bei mir. Deswegen nur noch der Hinweis, morgen geht es weiter um 14 Uhr. Falls Sie teilnehmen möchten und sich noch nicht angemeldet haben für morgen, Sie müssen sich bitte für morgen auch noch mal anmelden. Für jeden Teil muss man sich leider neu anmelden. Die Folien bekommen Sie per E-Mail im Nachhinein. Die Clips werden in etwa einer Woche auf YouTube erscheinen und dafür eine Zeit lang stehen, aber die werden nicht für immer im Internet sein. Vielen Dank für die rege Beteiligung. Schicken Sie uns auch gerne jetzt schon mal Feedback, wie es war, außer dass das Pfeifen immer war, das tut mir leid. Und ich danke Svante Fiedler, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich danke Rita Hoppe, Stefan Stoll, Philipp für die Arbeit im Background und einen schönen Tag Ihnen noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.